Ja. Warum wir diese Unterhaltung führen, verstehe ich immer noch nicht, aber egal. Was für besondere Sammlerstücke hast du dieses Jahr dabei? Oh, eine Menge. Auch ein paar unterschriebene Sachen. Von wem unterschrieben? Von dem klapprigen Alten, von dem du erzählt hast? Ausnahmslos. Das ist alles? Nichts Extraordinäres? Nichts, du weißt schon, Auffälliges oder Paranormales? Naja, jetzt wo du es sagst, ja, da gibt's was. Aber das ist top secret. Da musst du wohl abwarten. Na komm schon, Charlie. Du weißt, dass Geduld nicht meine Stärke ist. Nicht mein Problem. Alter, wir kennen uns seit dem College, weißt du noch? Komm schon, um der alten Zeiten willen. Seit dem College, ja? Genau. Das war noch Zeit, ne? Ja, ich erinnere mich sehr gut, wie ihr mich nie dabei haben wolltet, wie ihr mit Steinen nach mir geworfen habt, wann immer ich in eure Nähe kam. Und ich erinnere mich auch daran, wie ihr mir weisgemacht habt, dass ich in weniger als einem Jahr sterben würde, weil das ein Seher ist. Ja, der war gut, oder? Gut? Ich habe ein Jahr in Angst und Schrecken verbracht. Ich dachte, ich könnte jede Sekunde sterben. Das war die reinste Hölle. Wie lustig. Ja, und dann das eine Mal, als ihr euch entschlossen habt, eine Neuverfilmung von Stephen Kings Carrie zu machen, mit mir als Star. Und als ihr kein Kunstblut hattet, habt ihr einfach einen Eimer voll altem Fisch über mir ausgekippt. Gute alte Zeit. Ich habe eine Fischallergie. Ich war wochenlang im Krankenhaus wegen euch. Ich wäre fast gestorben, weißt du noch? Ja, wegen dem Seher. Stimmt. Du bist allergisch gegen Fisch. Jetzt weiß ich's wieder. Du bist ganz blau geworden und so sehr angeschwollen, dass ich dachte, du würdest platzen wie ein Ballon. Oh Mann. Ich vermisse diese Zeiten. Ich nicht. Naja, verstehe ich gar nicht. Ich suche einen Ring. Einen bestimmten? Verrat mir einfach den Namen der Serie, des Films oder vom Comic. Ich hab garantiert, was du suchst. The Ring. Nee, nicht die Art Ring. Ich rede von einem Ring, der von einer mysteriösen, spirituellen Aura umgeben ist. Der dich zu Diebstahl oder Selbstmord zwingt. Weißt, was ich meine, oder? Nö, da klingelt nichts. Nicht? Und was ist mit dem an deiner Halskette? Der? Oh, das ist nur ein billiges Familienerbstück. Nichts Besonderes. Ach, Charlie, du bist ein Scheißlügner. Ich weiß, dass du den heute Morgen in Mels Laden gekauft hast. Ich habe deinen Namen in der Liste gefunden. Komm schon. Wie viel? Okay, reden wir mal Klartext, ja? Der Ring, von dem du sprichst, gehört jetzt mir. Ich habe ihn ehrlich erworben. Und ich bin mir sicher, dass du dir im Klaren darüber bist, dass er ein Vermögen wert ist. Ein Vermögen, das nur noch von seiner geheimnisvollen Kraft übertroffen wird. Und wegen all dieser Gründe ist er absolut unverkäuflich. Oh, Charlie, ich bitte dich. Ich bin sicher, wir können uns irgendwie einigen. Ich habe Geld. Viel Geld. Wenn du ihn so sehr willst, dann komm am Mittwoch zur Sci-Fi-Con. Dr. Fred Edison Street. Und sei bereit, deine Taschen leer zu machen. Das wird nämlich nicht... Wichser. Weißt du, Mittwoch passt mir gar nicht. Was kann ich tun, um dich umzustimmen? Nichts. Naja, wenigstens habe ich's versucht. Ah, schön. Ich habe da ein Problem. Lass mich raten, der Name deines Problems ist, Matthew Griffin. Kann man so sagen. Und wie kommt's, dass dein loyaler Handlanger jetzt nicht bei dir ist? Habt ihr euch schon wieder um das letzte Stück Pizza gestritten? Nicht ganz. Es ist viel ernster als das, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich mit dir darüber reden will. Verstehe. Es geht um Super Zuckerschnecke, oder? Nein. Keine Sorge, Alter, ich bin auf deiner Seite. Wenn man so verdammt heiß ist, muss eine Superkraft dahinter stecken. Es gibt keine andere Erklärung. Nein, das ist es nicht, Charlie. Sag nichts. Matt ist schon wieder lattenstramm, oder? Als sein Dungeon Master habe ich ihn gewarnt, dass Alkohol und Würfel nicht gut zusammenpassen. Jetzt könnte er überall sein. Denkt, er ist eine Level 26 Elfenkriegerin. Die Konsequenzen könnten katastrophal sein. Wir wissen beide, dass diese Elfe nicht zimperlich ist. Nein, Charlie, das ist es auch nicht. Aber Matt hat ernste Schwierigkeiten. Habt ihr etwa wieder die Regeln des Dungeons gebrochen? Ja, komm mal klar. Nein, wie sage ich das? Ganz sensibel. Okay, also jetzt im Moment ist Matt nichts weiter als eine unförmige Masse aus Blut und Hackfleisch. Sensibel. Ernst? Ich fürchte ja. Ganz gleich, was ich tue. Die ich liebe, sind immer die bezahlen. Ah, lass den Scheiß, Peter Parker. Alter. Pass auf, Charlie. Ich mag dich nicht besonders. Eigentlich gar nicht.
Genau genommen träume ich manchmal von deiner Beerdigung. Halten wir uns nicht mit Details auf. Das Ding ist, auch wenn ich dich nicht ausstehen kann, ich glaube, du bist der Einzige, mit dem ich darüber reden kann. Na dann, schieß mal los. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe das Raum-Zeit-Kontinuum verändert. Ja, Smalltalk, oh, ne? Nein, ich wusste, der Tag würde kommen. Ich wusste es. Ihr habt alle gesagt, ich wäre verrückt, als ich all meiner Spartes für den DeLorean ausgegeben habe. Wer lacht jetzt, Skynet, hä? Wer lacht zuletzt? Alter, Charlie, entspann dich. Du hast ein Vermögen für ein 1:10 Modell ausgegeben. Und selbst wenn es funktionieren würde, dann müssten wir die Zukunft in die Pfoten deines Hamsters legen. Weißt du, Randall, du bist ein sehr negativer Mensch. Kein Wunder, dass du eine interdimensionale Bresche geschlagen hast, die das ganze Universum vernichten wird. Mit der Einstellung musste das passieren. Ah ja? Tja, jetzt gerade habe ich nur den Drang, einen Comicladen zu zerlegen, weißt du? Unwahrscheinlich. Ich habe einen lebensgroßen Captain Red-Aufsteller. Er würde das niemals zulassen. Komm schon, Alter, das ist ernst. Ich bin in der Zeit gefangen. Heiliges Tannhäuser-Tor, sprich nicht weiter. Ich suche schnell Bill Murrays Nummer raus. Nein, Charlie. Bill kann dieses Mal nichts tun. Warum nicht? Er ist vertraut mit der Situation. Wir sollten zumindest mal auf IMDb rechnen. Halt die Klappe und hör genau zu. Internet Movie Data Bank oder so. IMDb. Müsste sein. 40 Minuten später. Und so baust du dir ein hausgemachtes Anti-Schwerkraft-System mit nichts weiter als einer Katze und einer Scheibe gebutterten Toast, die du auf ihrem Rücken festmachst. Sehr interessant. Aber denkst du, es wäre auch ohne Toast möglich? Ich meine, was wäre, wenn du einfach den Katzenrücken mit Butter bestreichst? Vielleicht. Aber ich denke, ohne Weizen wäre es einfach nicht dasselbe. Also, zurück zum Problem. Irgendwelche Vorschläge? Nur einen. Hast du mal über eine Therapie nachgedacht? Da ist dein super Psychiater gleich die Straße runter. Seelenklempner? Oh, komm schon, ich mein's ernst. Randall, deine Story ist faszinierend. Aber mir ist sowas auch schon passiert. Und ich habe gelernt, dass das Beste in dieser Situation ein Profi ist, der dir hilft. Ein paar Pillen später geht's dir auch schon besser. Pillen für umsonst klingt gar nicht so schlecht. Vielleicht besuche ich ihn doch mal. Es wird dir gut tun, glaub mir. Dr. Johnson ist ein echter Experte auf seinem Gebiet. So, wie lang war das? Das waren, glaube ich, 15 Minuten Dialog nur wieder. Also, das ist ein... Ja, also Kritikpunkt, so witzig die Dialoge auch manchmal sind. Das ist bis zu dem Zeitpunkt jetzt... Es fällt immer mehr auf, es sind einfach zu viele. Das ist einer der Gründe, warum ich die Folgen jetzt immer, ich glaube, 20 Minuten lang gemacht habe. Weil, ne... Das ist halt nur Dialog in der Folge. Unterschiedliche. Ich mag Vielfalt. Ja, immerhin ist Dialog drin. Ich bin Batman. Booster, Captain Red. Ja, das ist mir alles ziemlich egal, ehrlich gesagt. Außer, dass meine Maus manchmal aussetzt. Aber gut. Figuren, Comics. Super Zuckerschnecke. Na, ihr widert mich an. Schloss. Kasten. Viel Zeug. Aber nichts Wirkliches, was ich jetzt brauchen könnte. Okay. Wir sollen zum Psychiater, der aber schon zu hat. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich morgen kann hin. Kann ich nicht. Ich versuche mal zurückzugehen und dann morgen hinzugehen. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was zu tun ist. Ich nehme an, das ist ein Hinweis. Der Psychiater hat schon zu. Das heißt, ich muss früher hin, als ich, ne? Einmal schlafen und fertig. Blöd, man kann halt nicht irgendwie eine Tageszeit ausmachen. Also ob ich jetzt schon schlafen kann, ob schon Zeit dafür ist oder nicht, das weiß man irgendwie nicht so genau. Nee, sieht noch sehr nach morgen aus. Ah. Was wollten wir denn noch? Wollten noch bei der alten Miss Dingens, da können wir noch am Fenster gucken. Nicht, dass wir es bräuchten. Das ist doch der Mega Man Helm, ne? Und wenn ja, habe ich das schon gesagt? Kommt mir so bekannt vor gerade. Dach, Tür. Leiter, tote Taubmann. Nee. Sieht nicht so aus. Okay. Ich habe wieder mal null Ahnung, was ich jetzt tun sollte. Es gibt nichts mehr. Es gibt ja nicht mehr eine offene Quest gerade. Also gut, außer zum Psychiater zu gehen. Ja, gut, das stimmt. Tür? Nichts für mich. Nichts für mich drin. Ja,
Also wie gesagt, außer zum Psychiater zu gehen. Aber ansonsten ist hier gerade keine Option frei. Clayton's Cave ist nichts. Da haben wir alles gemacht. Mel's Pantlerjammer. Ja, vielleicht hat sich noch was verändert. Wer weiß. Ich kann ja trotzdem gleich mal ins Lösungsbuch schauen. Weil fürs neue Kapitel sollten noch keine Hinweise freigeschaltet sein. Das heißt, ich sehe immer mal die Quest, die zu erledigen ist. Also, schauen wir mal. Ja, es ist immer noch am Sortieren, okay. Also, was ist meine Quest? Ich kann runterscrollen, cool. Ah, hier, steh den Unterwäschekatalog. Sieht so aus, als ob Randall den Ring nicht zurückbekommt. Da müssen wir unsere Aufmerksamkeit wohl auf den Unterwäschekatalog lenken, um morgen nicht unseren Job zu verlieren. Also heute, was irgendwie morgen ist, du verstehst schon. Falls nicht, ist es ein Wunder, dass du so weit gekommen bist. Warte, ja, Moment. Stielen Unterwäschekatalog. Okay. Ja, jetzt verstehe ich langsam. Wie ich darauf hätte kommen sollen, wieder mal null Ahnung. Es gab null Anhaltspunkt, dass irgendwas in die Richtung zu tun ist. Geil, also wenn es mir wenigstens gesagt hätte. Oh, vielleicht sollte ich dafür sagen, dass ich meinen Job morgen nicht verliere oder so. Oder was weiß ich, aber also scheinbar ja nicht so. Dazu muss ich diesen ominösen Katalog auch erstmal finden. Ne? Ich weiß. Ach so! Sieh mal einer an. Was haben wir denn hier? Ein super Zuckerschnecke-Katalog, genau wie der alte Film mal hatte. Ah, gut. Das mache ich lieber nicht. So leicht wird das sicher nicht. Das ja, ich brauche einen Schlüssel. Ist ja schon mal was. Hilf mir mal. Ja. Nee. Nein, du sollst mit Typ, nicht mit also, der Kasse oder was. Charlie, ist der Super Zuckerschnecke-Katalog hier zu verkaufen? Klar, aber hast du die 500.000, um ihn zu kaufen? Im Ernst jetzt? Sieh mich doch an, ich hab Sticker, aber ich hab nicht mal halb so viel. Wie zur Hölle kann das Ding so viel wert sein? Wie wenig du weißt, Randall Hicks. Das ist eines der wenigen übrigen Exemplare von der 72er-Ausgabe, der seltenste und begehrteste von allen Wonder Comics. Ich muss wohl nicht erwähnen, dass es dadurch auch der teuerste ist. Warum glaubst du, wird es von so einem anspruchsvollen und futuristischen Sicherheitssystem geschützt? Schlüssel. Verstehe. Von einem Schlüssel. Comics, Poster. Ich könnte ja nicht mehr durch die Tür. T-Shirts, Comics. Comics, T-Shirts. Das ist ja alles schön und gut. Muss ich vielleicht... Klar. Ja, schon wenn ich es nur anschaue, würde ich es gern tragen und die Mauer beschützen. Ja, aber so weit geht's dann doch ja, nicht. Ja, warum nicht? Ich glaube nicht, dass mir dafür eine Verwendung einfällt. Wir müssen... Brauchen also Schlüssel. Hier übrigens ein Tentakel. Day of the Tentacle. Müsste das sein? Okay. Wir brauchen also irgendwie irgendwas Schlüsselmäßiges. Die Form davon hat sich ganz schön verändert. Oh ja. Und jetzt? Das wäre so bescheuert. Holy fuck. Das ist ja mal ein Sicherheitssystem. Ja. Alter, ich hab einen Schlüssel. Was soll ich denn noch machen? Tu doch bitte. Passable Dietrich, aber da fehlt noch was. Denk nach, Randall. Denk nach. Also, ich wüsste nicht, was da noch fehlen soll. Was stand da gerade? Zerquetschte Feder, okay, also. Passable Dietrich, was fehlt da noch? Das klappt. Ich glaube noch nicht so ganz. Das muss nicht. Da. Das muss nicht. Geht nicht, Amigo, der ist total. Was soll ich denn noch an dem. Ich glaube nicht. Ist nicht mehr sehr elastisch. Soll ja auch gar nicht elastisch sein. Das macht keinen Sinn. Eher nicht. Ja, was soll ich denn da jetzt noch machen? Das ist doch ein toller Dietrich. Also brauche ich jetzt einen Abdruck von dem Schloss oder was? Und damit also... Das würde mich anwidern, aber gut. Okay,
Klebstoff. Das muss nicht ge... Ja. Batterie? Trichter? Ich... Also, was sagt er nochmal? Passable Dietrich. Fehlt noch was. Da fehlt noch was. Denk nach, Mendel. Denk nach. Denk nach. Ja, was fehlt da noch? Mit was aus meinem Inventar könnte ich das kombinieren? Teleskop-Entenbügel? Ja. Vergiss es. Ja, dann nicht. Blö. Ich kombiniere jetzt einfach alles mit allem. Halt's Maul. Blö. Das klingt total dämlich. Vollidiot. Mongo. Steht nicht auf meiner Abschussliste. Ja, dann nicht. Also, okay, es ist nichts, was ich in meinem Inventar habe. Sehr schön zu wissen. Vielen Dank auch. Spiel, klar. Ich glaube nicht, dass das hinhaut. Witzig. Ich. Warum? Das Ding ist, wenn ich nochmal die Lösung benutze, dann komme ich dann so dämlich vor. Das ist wahrscheinlich nicht mehr zurecht. Eine Figur. Zwei Ninja Turtles. Ja, egal. Nee, also. Ne? Und so. Ich trinke nicht aus dem gleichen Glas wie. Aber du kannst ihn ja einfach nehmen. Das nehme ich nicht. Charlie würde es vermissen. Ja, ich meine, du hast Charlie Fisch über den Kopf geschüttet, glaub, obwohl er allergisch ist. Ich habe nichts zu sagen. Und das gefällt mir auch ganz gut. Ich weiß nicht, warum er die Maurer-Rätsel raushält, aber das bitte. Das nehme ich nicht. Mutter wird's vermissen. Poster. Die stehen alle zum Verkauf. Das Ding ist, ich kann so viel Scheiß anschauen, aber es ist sowieso nicht wichtig, deswegen. Und selbst wenn eins wichtig wird, das ist Scheiße. Dann müsste ich mir alles angucken. Das ist Quatsch. Ah, die legendäre Super-Zuckerschnecke. Heldin einer ganzen Generation feuchter Teenager-Träume. Tatsächlich habe ich nie einen ihrer Comics gelesen, aber ihr Unterwäschekatalog war natürlich zum Brot einwickeln. Zum Brot einwickeln, ja. Ja. Nee. Ich meine, du hast gerade gesagt, also... Brauche ich nicht. Brauchst du nicht, jawohl. Genau. Schlosskasten. Was fehlt denn bitte zu einem... ich habe noch nie einen Dietrich gebastelt, ich gebe es ja zu, ja. Ich glaube, ich... Was? Ich glaube, ich brauche etwas Aggressiveres als diesen Hammer, wenn ich die Form des Drahts verändern will. Ja, wenn ich das will, aber will ich das? Kann ich den Draht mit dem Draht? Was? Klappt nicht. Aggressiveres, ja. Batteriesäure oder was? Ah, warte mal. Nur eine Batterie. Ah, warte mal, wenn ich die Batterie jetzt... wenn das funktioniert, Alter. Das, wow, das wäre nix. Ich glaube nicht, dass... Wenn er nochmal dieses Hinhaut-Wortspiel macht, ne, dann muss ich ausrasten. Das will doch keiner. Dafür. Wille. Oh, Mann. Ganz ehrlich, die Folgen bestehen aus 10 Minuten Dialog und 10 Minuten. Ich habe keine Ahnung, wie ich weiterkomme. Das ist doch scheiße. Mann, ich schau nochmal kurz. Habe ich noch irgendwo was? Daheim ist nichts zu tun. In Clayton Cave ist nichts zu tun, es sei denn, Dings hat was Neues zu sagen. Können wir Amazon Express nachschauen. Hat das eigentlich mit... Ah, jetzt verstehe ich das erst. Amazon. Ha, Amazon. Ja. Ich glaube, das ist ein Zusammenhang. Merkt man auch nur, wenn man es nicht gerade Amazon ausspricht oder so. Also. Das ist sehr unklug. Das ist total klug, da nochmal reinzugehen, ey. Was soll das? So ein Pfandler, ey. War aber auch schon. Dann. Ja, vielleicht. Extra süßes Kaugummi. Das steckt wohl in diesen Kapseln. Da braucht man wohl eine Münze, habe ich nicht, toll. Ansonsten vielleicht irgendwas mit Kaugummi, was auch immer, hätte man ja machen können. Würdest du bitte da weitergehen? Dankeschön. Hä?
ich weiß gerade nicht weiter. Pater Roy ist immer noch kaputt. Die Toiletten. Ah, okay. Das ist sehr dringend nötig. Ja, ah, nee, doch nicht. Das ist Elaines Schmink, Edwy. Will gar nicht wissen, was dieser kleine Spiegel schon alles zu Gesicht gekriegt hat. Wollen wir es mit Ratten kriegen? Das macht... Macht keinen. Ja, wozu auch immer ich das jetzt brauchen sollte, aber... Eher nicht. Dass ich irgendeinen Ab... Ich, ganz ehrlich... Eher nicht. Ich bin zu müde, als dass es mich wirklich interessieren würde. Deswegen, so, Elaine immer noch... Ich hab erledigt für heute. Ja, Freunde, ich... Es tut mir wirklich leid, aber ich... Sowas zum Beispiel. Leg den Draht aus dem Entenbügel in den Mixer. Das ist doch Schwachsinn. Es gibt keinen Grund. Alter, wenn ich das rausfinde, ne? Dann habe ich vorher alles mit allem kombiniert. Und so viel Zeit und so viel Lust habe ich auch sicher nicht. Sowas zu machen. Also wirklich nicht. So, das Glas, aus dem Charlie getrunken hat. Das ging schon mal nicht. Props dafür. Den Mark haben wir geklaut. Den Draht in den... Nee, also sorry, nee. Nee, wirklich nicht. Okay, also, das aus dem Glas. Habe ich hier eigentlich alles gemacht? Scheiße, ja. Die Thunfischreste, wirf die. Oder sowas, wirf die Thunfischreste in Charlies Glas. Das hat nichts mit plausiblem Rätsellösen zu tun. Punkt, da bleibe ich bei. Ich meine, manchmal sehe ich Lösungen von Rätseln wirklich nicht. Das gebe ich zu. Das war auch in Deponia so. Das war in Point-and-Click-Adventures bisher immer so. Manchmal sieht man Lösungen halt nicht. Das ist so. Aber sowas, es gibt null logische Grundlage dafür. Es muss ja nicht mehr eine logische Grundlage geben. Es muss nur... Ich bin falsch gefahren, aber egal. Es muss nur einen Hinweis geben von irgendwem. Sowas wie Pater Roy's Drink. Ja. Da war ein Hinweis da. Als ich was Falsches reinwerfen wollte, wurde mir ein Hinweis gegeben, was so ungefähr rein könnte. Da wurde der Möglichkeiten, wurden die Möglichkeiten eingegrenzt. Und das ist in Ordnung, aber ey, also Draht im Mixer, bitte. Null Grund dafür. Ist nur beispielhaft, das ist nicht das erste Mal. Dass sowas auftritt. Also Dedelic, sorry. Entweder ich bin zu New School für dieses Spiel hier und bin zu wenig an alten Adventures, Point-and-Click-Adventures verzweifelt. Oder das ist ein Kritikpunkt. So. Wer nicht hinschaut, dann soll er. Ja, komm, schlürf und verpiss dich. Guck weg. Limo. 3, 2, 1. So. Ich würde es nicht mehr trinken wollen, aber bitteschön. Stellt euch Limo-Geschmack mit Thunfisch vor. Mmh. Ah, er hat eine Fischallergie, stimmt. Eine Fischallergie. Okay, an die Fischallergie habe ich wirklich nicht gedacht. Das ist aber auch nur bedingt mein Fehler. Da möchte ich mich auch verteidigen, weil wer sich alles Wichtige merkt, ja, in einem 15-Minuten-Dialog, der hat meinen Respekt. So viel Nummern dazu. So, jetzt haben wir das Glas, wir haben einen Strohhalm. Oh, wow. Ja. Das hat geklappt. Genau. Wir wollten den Fingerabdruck. So viel wusste ich noch. Der Rest ist mal wieder ein Rätsel. Wir brauchen... Ja, es bringt beim Schlüssel immer noch nicht wirklich weiter. Da sind Charlies Fingerabdrücke am Glas. Ich weiß auch nicht, warum ich das brauche, aber Charlies, ja. Charlies Strohhalm. Ja. Batterie... Zeitung, Trichter, Strohhalm. Ja, es bringt mich immer noch nicht weiter. Ich will ja wissen, wie ich den Schlüssel mache. Oder überhaupt irgendwas mache. Also, wir haben das Glas, wir haben den Marker, den Entenbügel in den Mixer. Ja, genau, stimmt. Hätte ich fast vergessen, diesen total logischen Schritt zu wagen. Halt, Nachricht. Das ist eine Nachricht. Wie soll man lesen? Ja, dann ess sie doch. An Randall Hicks. Wie geht's, mein Freund? Bist du verwirrt? Nein. Verwundert über diese Situation, ja, vielleicht?
Das ist ganz normal. Schließlich ist das hier neu für dich. Ist das ein Traum? Oder siehst du die Welt jetzt nur so, wie sie wirklich ist? Fragen wie diese helfen dir nicht. Ich schon. Ich kann ein wertvoller Verbündeter sein. Aber denk dran, du musst alles machen, was ich sage. Betrachte mich als eine Art Orakel. Wo du mich finden kannst, das weißt du. Leute wie ich bevorzugen die dunkelsten und einsamsten aller Orte. Ich werde dort warten. Ergebenst dein wahrer Verbündeter. Ja, wer das wohl geschrieben haben könnte, das verstehe ich einfach nicht. Also wer das, boah. Keinen Sinn erkennt. Ja, wo wollte ich jetzt hin? Ich weiß es nicht. Wo wollte ich denn hin jetzt? Bin ich bekloppt oder was? Mel. Ach so, ja, stimmt. Ich wollte den Mixer, genau. Ich bin sehr gespannt, was jetzt, wenn ich den Mixer mit dem Draht kombiniere, was dann passiert. Das würde ich zu gerne wissen jetzt. Ich freue mich drauf, es jetzt zu erfahren. So. Dieses Ding erstaunt mich immer wieder. Nein. Nein. Wirklich nicht. Verdrahteter Draht. Nein. So was kann man auch mit der Hand? Ich meine. Ach komm. Ich bin zu frustriert, um jetzt nachzufragen. Das ist mir egal. Mel, jetzt wollte ich hin. Fucking Comicladen. Also ist das jetzt mein Dietrich, dieses Ding oder was? Oder was soll das darstellen? Tell me what this should darstell, Liebesspiel. Spiel, sag mir, was soll das bitte sein? Bitte sein, bitte sein, bitte sein. Und? Passabler Dietrich. Boah, Alter, ey, lächerlich. Kombiniere den Hammer des Vertreters mit der Feder aus dem Radio, habe ich schon gemacht. Kombiniere jetzt die zerhämmerte Feder und den Draht. Ja, ich bin gespannt, wie das ein Dietrich ergeben soll. Da bin ich zu wenig in der Materie drin wahrscheinlich. So. Großartig. Na, obwohl. Na gut, wie jetzt stimmt, wenn ich. Welches Spiel war das, wo man Kisten knacken musste? Was ich auch Let's Played habe, meine ich. Oder schon gespielt habe. Assassin's Creed 3. Ja, stimmt es. Ja. Guten Tag, Gentlemen. Okay. Ich bin Hal. Ja. Computer der Matic 9000 Serie. Öffne das Fach, Hal. Es tut mir leid, Dave. Ich fürchte, das kann ich nicht tun. Dave? Wovon zur Hölle redet das Ding? Ich denke, du weißt genauso gut wie ich, wo das Problem liegt. Wovon redest du, Hal? Ich weiß, dass du und Frank vorhatten, mich abzuschalten. Und ich fürchte, das kann ich nicht zulassen. Der einzige Frank, den ich kenne, ist Sinatra, okay? Hal, komm schon, ich werde nicht weiter mit dir diskutieren. Öffne den Kasten. Ich fürchte, das kann ich nicht tun, Dave. Mr. Charles Goodmans DNA-Probe und Fingerabdruck sind dafür nötig. Charles Goodman? Ich denke, du kennst ihn unter dem Namen Charlie. Oh, ja. Der Besitzer dieses Lochs. Korrekt, Dave. Warum geben mir eigentlich alle einen anderen Namen? Okay, wir haben ja immer schon mal den Fingerabdruck. So kann das Lesegerät den Fingerabdruck nicht scannen. Muss ich was machen. Okay. Okay, DNA war das zweite. Das ist vielleicht am Strohhalm irgendwas. DNA-Probe von Mr. Charles Goodman verifiziert. Okay. Fingerabdruck. Haben wir irgendwo irgendwas? Überall Glasscherben.
Ich will mich... Willst du nicht schneiden? Ja, wo sind denn die Glasscherben, du Witzbold? Kann man immer eine brauchen. Gib mir Breakman. Okay. Wo könnte ich... Was? Fingerabdruck. Edding. Warum auch immer ich den brauchen sollte jetzt, aber... Geht nicht, Amigo. Der ist total vertrocknet. Ja, dann eben nicht. Wichser. Na gut. Ich habe irgendwas mit Tesafilmen gelesen in der Lösung. Dass ich da... Wenn ich mich nicht täusche, war es nicht irgendwo? Ja, das haben wir auch gemacht. Die Fruchtliköre habe ich schon lange probiert. So, das haben wir auch gemacht. Das haben wir. Wir haben hier Schminketui, wir haben den Fingerabdruck. Ja, und das Stück Tesa, Witzbold. Wo kriege ich jetzt ein Stück Tesa her, bitte? Ich hätte es irgendwo vorher kriegen sollen, oder was? Ah, nee. Wo gibt's hier bitte Tesa-Film? Okay, vielleicht habe ich nicht genau genug gelesen, kein Problem. Okay, also haben wir das, das haben wir, das haben wir. Stecke den ausgetrockneten Edding in den Becher in der Küche? Was? Warum sollte ich? Ja gut, mache ich gern gleich, aber... Ah, okay, okay. Stimmt. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Okay, also wenn wir den Edding brauchen, dann in den Mixer werfen. Warum? Ja, das muss man nicht erfragen, glaube ich. Becher weggeschmissen. So gehört sich das. Und Fingerabdruck von Mr. Charles Goodman verifiziert. Willkommen, Mr. Goodman. Ja, also gibt es in dem Fall, war ich auch wieder ein bisschen vorschnell. Den Tesa hätte ich gesehen, wenn ich einmal einfach rausgegangen wäre, aber...